Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist für euch wieder der Thorsten. Ja, ich habe uns einen neuen Auftrag eingeheimst. Und zwar genau dort, wo wir den anderen abgeladen haben. Und ich dachte gerade, er bohrt uns hier seinen Arm in die Zugmaschine. Okay, ja, dieses Ding hier fahren wir nach Finnland, sind nur um die 500 Kilometer, also nicht die Welt. Ich muss mal sehen, dass ich mal wieder was Neueres oder was Längeres an den Start bekomme. Wobei ich das dann nicht mit diesem LKW machen werde. Er ist schön, ja, aber der brüllt mir zu sehr. Das ist irgendwie, ich glaube, für den normalen LKW-Verkehr so ein bisschen unrealistisch. Eieieiei, das hätte ja bald wieder. Es hätte fast wieder den Zaun gekostet, das Ganze. So, wir holen ein bisschen aus, weil ich glaube, das sind keine nachlenkbaren Achsen. Von vorne kam jetzt Gott sei Dank nichts. Sehe ich sowieso nichts, ob da was kommt oder nicht. Das mitte ich erst mit, wenn es zu spät ist. So. Ich frage mich gerade, wieso dieser eine Spiegel, der gehört doch garantiert nach draußen. Wieso sitzt der da an der A-Säule oder muss das so? Da war ein bisschen Lack im System, das hat mich jetzt irritiert. So, wie haben wir denn? Alles noch heile. Okay, noch. Du lässt uns gefälligst raus, du Eimer. Ich darf ja nicht vergessen, ich habe hier eine Schnauze vorne dran, wa? Komischer Blinker, als wenn mein Herz mitschlägt, so im Takt des Blinkers, so. Fahr doch einfach, Mann! Den müssen wir definitiv gleich überholen, egal wie. Ja, schon 30 Kilometer verbraten bald und noch keinen Meter vorwärts gekommen, also unglaublich. So, jetzt können wir uns ranpirschen und dann bei Gelegenheit dran vorbeiziehen. Scheiß was auf doppelt durchgezogene Linie. Er lässt sich aber auch nicht jagen irgendwie. Ich will mal sehen, ob ich hier an ihm vorbeikomme, ohne dass mir irgendein Fan von vorne begegnet. LKW-Rennen auf einer Bundesstraße ist doch nämlich schon mal nicht schlecht.
Der Sound wird insgesamt etwas merkwürdig. Man sieht so richtig oder man hört so richtig, finde ich, dass der Loot. Bisschen unsauber gearbeitet an der Stelle. Hier. Also an diversen Stellen hört man ganz genau, wo dann die neue Schleife anfängt, vor allem wenn er gleichmäßig geradeaus fährt. Sind die Ansätze etwas unsauber gearbeitet vom Sampling? Ja. Ich habe mal probiert, so ein bisschen Musik nebenbei zu machen. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Aber da hat man solche Geschichten natürlich im Ohr. Wenn so ein Sample nicht hundertprozentig passt, das hört man. Ja, ja. Okay. Genug gesülzt. So, ja, am Wochenende kommt dann meine kleine Mitbewohnerin zu mir. Dann ist sie knappe 5 Wochen alt. Aber was will man machen? Mit 12 sollten sie erst von der Mutter weg. Die Mutter hat sich vor gut 2 Wochen verabschiedet. Von daher Flaschenkind. Aber ich freue mich drauf irgendwie. Wenn abends nach Hause kommt, dass dann doch jemand wartet, wenn vielleicht noch das Abendbrot wegfrisst. Er brüllt wie ein Löwe. So, wir fahren hier ganz schnell in den Kreisel und wieder raus. Warum fahren wir eigentlich keine Autobahn? Was soll das? Ich werde diesen dann nachher wieder verkaufen. Dann gehe ich mal meinen Scania suchen, wo der ist. Au! Hoppla! Ups! Ich habe dieses Schild nicht gesehen. Hat keiner gesehen, oder? Ich habe echt dieses verfluchte Schild nicht gesehen. Schnell weg. Aber das ist ja auch eine nice Gegend, ne? Hätte uns ja rausfischen können aus dem Bach, okay. Nach vorne gucken beim Fahren. Ich finde dieses LED-Display vorne drin auch so ein bisschen unrealistisch. Das sieht so ein bisschen nach, keine Ahnung, Lego-Baukasten aus oder so. Das ist ein bisschen too much. Ja, das ist Meckern auf höchstem Niveau, ich weiß. Aber dieser Spiegel, das irritiert mich. Gehört der echt dahin? Hm.
könnte natürlich auch noch mal versuchen, unseren Renault Concept Truck hier reinzuholen. Den fand ich eigentlich ganz knuffig, auch ohne Lenkrad. So, rechts kam nichts, glaube ich. Wir fahren einfach mal rum hier. Ja, ist gut hier, Junge, wa? Wenigstens kein Aufgehalten hier. So, nächster Ort. Waren wir da schon oder noch nicht? Wollte gerade sagen, wen juckt das hier, aber anscheinend ja doch jemanden. Die Gemeindekasse dankt es mir jetzt auf jeden Fall. Naja, man gönnt sich ja sonst nicht, wa? Ist da eine Lupe am Spiegel? Oh, merkelige Dinge hier. Oh mein Gott, und ins Bett könnte ich auch schon wieder, aber da bin ich allein. Was soll ich da? Da fahre ich lieber eine rollende LKW und trinke mein Feierabendbier. Siehste, wollte ich auch noch mal machen. Alkohol am Steuer. Aber dafür besorge ich mir einen Whisky oder sowas. Schön Red Stack trinke ich ganz gerne. Ich weiß, eigentlich puncht man Whisky nicht, aber weiß nicht, der hat was so mit seiner Kirsche da drin. Meine Freundin beschwert sich immer, wenn ich Whisky trinke, dann bin ich anschließend müde. Jo. Ja, wir gehen mal stramm auf die 400 Millionen zu, wa? Junge, was haben wir in der Asche auf dem Konto? Ich überlege immer noch, wie ich das Zeug auf mein reales Bankkonto kriege. Also mit Arbeiten wäre dann definitiv Schluss. Würde ich mir die Dinge kaufen, die ich unheimlich gerne haben würde. Schönes Haus, schönes Auto. Und vor allen Dingen so anlegen, dass man nie wieder raus muss und dann wirklich das Leben genießen. Vielleicht irgendwo noch mal eine schöne Yacht oder so. Und dann wirklich die Welt bereisen, gucken. Aber naja, ich glaube, das wird ein Traum bleiben. Da kommen wir nicht mehr hin in unserem Alter. Bevor ich das zusammen habe, klappt der Deckel über mir zu. Moment mal, hier waren wir. Doch, wir sind da schon gefahren. Wir fahren einfach mal hier rein, um dieses graue Etwas hier wegzukriegen. Eine Tankstelle. Aber tanken wollen wir nicht. Ja, das Schild umgefahren, oder? So, wieder ein Stück Strecke aufgedeckt hier. Haha, so Sommer. Hui! Der hält aber, jetzt hält er an. Jetzt ist zu spät. Hätte ich dich schon weggeschoben. Okay, rüpelhaftes Benehmen auf Finnland. Ich glaube, wir sind schon in Finnland. Auf Finnlands Straßen. Egal, Spaß muss sein, Spaß muss sein. Die Renten sind sicher. Aber wenn es so richtig knallt, kriege ich die Rente mal nicht mehr. Das ist das Problem dabei. Hier ist auch keine Sau auf den Straßen, oder?
aus. Hier, da stehen doch wieder Blitzer, oder? Nee, doch nicht. Die feiern Party. Das ist eine richtig schöne... Das sieht aus wie so eine richtig schöne Eckkneipe. Und die treffen sich da, weil sie irgendwie... Ja, Hochzeit vielleicht nicht, weil sie lecker essen wollen oder... Oder anders schön feiern. Ah, schon schön gemacht, auf jeden Fall. Und ein Kreisverkehr nach dem anderen. Mann, Mann, Mann. Ja, und da unten fließt die Kohle, Leute. 50.863, Vanessa, Dankeschön. Vanessa M ist im Level aufgestiegen, bringt ja jetzt noch mehr Schotter rein, ne? Cool. 8.360, Lauren. Noch hier, 24.612, Milla. Vielleicht sollte ich einfach mal auf die Straße gucken, anstatt aufs Bankkonto. 24.311. Wie war's das? Mehr. So, Mensch, das meiste haben wir schon verquasselt. Hier 140 Kilometer noch. Ist auch weit und breit keine Polizei. Allerhöchstens ein Blitzer am Straßenrand. Und wir sind irgendwie kein Stück Autobahn gefahren, oder? Hier, Mensch, da kommt es wieder. 18.000 hier, her damit. Tyler ist im Level aufgestiegen, ja. Kohle. Da ist was Verdächtiges. Ach so, stehen nur Autos, die parken da. Okay. Autos am Wegesrand sind verdächtig. Das könnten zivile Blitzfahrzeuge sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich bin ja vor etlichen Jahren, als ich noch ein Auto hatte, ich bin auch nie gerade langsam gefahren. Also so an Geschwindigkeiten halten, das war irgendwie nicht so mein Ding. Aber ich muss sagen, man, boah, wo kommt denn der her? Gibt der hier von der Straße ab oder was? Aber ich muss sagen, man hat mich nie geblitzt, nicht ein einziges Mal. Warum blinken wir eigentlich? Schade, ich hätte gerne gesehen, wo der Flugplatz ist, aber ich befürchte, da kommen wir nicht hin. Polizei. Wenn wir jetzt nicht vernünftig fahren, blitzt es uns gleich. Natürlich mein Tempomat reinmachen. Jo, funktioniert.
Truckworks, wartest du oder ballerst du uns jetzt rein hier? Herr Volt, habt ihr gesehen, wie der gezuckt hat? So, neues Stück Straße, hier waren wir noch nicht. Was ist das für ein Ding? Oh oh, ich glaube, wir sind zu schnell. Der bremst uns nämlich aus, der Sack. Brüllt wie ein Löwe. Aber dafür ist, wenn der Motor nicht arbeitet oder im Leerlauf ist, sagen wir mal so, dann ist er ja echt leise, ne? Ja Mensch, so ganz weit kann es nicht mehr sein. Wir haben noch alles heile. So, da vorne ist es dann irgendwo. Aber wir waren schon mal hier. Die Frage ist, von wo wir gekommen sind. Oder man hat wirklich dieses ganze Stück Strecke, was wir eben gefahren sind, neu gebaut. Weil wir hatten ja so ein, das ein oder andere Problem. Es kann natürlich auch sein, dass wir von der anderen Seite gekommen sind. Man weiß es nicht so genau, ne? So, jetzt gucken, dass wir nicht wieder irgendein Schild ummöllern. Und hier müssen wir dann links. So, jetzt überlege ich gerade, wie hier die Ladepositionen sind. Meistens ist es wirklich am besten, man fährt hier rum. Oh nee. Okay. Probieren wir da hinten zu drehen. Ich glaube, hier ist Platz genug. Das könnte sogar funktionieren hier. Oder auch nicht. Und das anders machen. Der stand jetzt gerade mächtig im Weg hier. Ich will den nicht totfahren da. Das macht keinen Sinn.
Sieht denn das überhaupt aus da draußen? Ich habe aber auch keinen Bock, den Trailer kaputt zu fahren. Das wird so nicht, würde ich befürchte ich mal. Oh, 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 oh. Das ist eine Gurkerei, die ich hier veranstalte. Meine Fresse. So! Warum habe ich das eigentlich nicht gleich so gemacht? Das war doch jetzt wieder voll peinlich, ey. Mensch, 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 Mensch. Flowers for Norway, ja. Können wir machen, nächste Tour. Blumen nach Norwegen. So, jetzt klappt es eigentlich auch mit dem Einpark, aber nicht mit diesem LKW hier. Oh, alter Falter. Okay, wir sind angekommen. Ausgezeichnet, ja. $30.000 mehr auf der Uhr. Erfahrungen, naja. Okay, in diesem Sinne. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal und sag mal ciao, ciao.